Drevin ist eine kroatische Familiensaga, ein politisches Geschichtsdrama und ein Generationenkonflikt. Es erzählt die Geschichte einer Familie 1945, 1990 und 2011. Es beginnt am Ende der Monarchie über die Gründung Jugoslawiens bis hin zum Zerfall Jugoslawiens und dem EU-Beitritt Kroatiens. Ich spiele Mascha Kral, eine Frau, die sich komplett der Familie gewidmet hat und die unter dem Paradigmenwechsel, den der Zerfall Jugoslawiens mit sich gebracht hat, sehr zu leiden hat, die sich nicht zurechtfindet. Sie hat zwei Töchter, die sie versucht hat, sehr liberal und auch sehr fürsorglich zu erziehen, im Wunsch, dass sie ein besseres Leben haben. Mascha Kral hat eine Mutter, Ruja Kral, die Partisanin war und ihre Tochter, sagen wir mal, nicht mit Liebe überschüttet hat, weil auch die Zeiten eine ganz andere Härte verlangt haben. Aber auch diese Frau hat für ihre Töchter gekämpft. Das ist eigentlich ein roter Faden, der sich in allen Frauenfiguren so durchzieht. Diese Familie ist immer in diesem Konflikt, dass das Politische in das Familiäre reindrängt. Das ist spürbar in den Figuren.